Betreffend Kreisaussägen wollte ich euch mal kurz zeigen, wie das funktionieren kann. Laubsägen oder andere Dekupiersäge zu sägen ist relativ einfach. Schwierig wird es, wenn man perfekte Kreise hinkriegen will. Bei den Kreisen ist es ja so, hier, diese habe ich erstmal ein bisschen zusammengeklebt, zusammengeleimt. Man sollte nicht zu viel Stapel, also keine große Materialstärke sägen, weil bedingt durch die Sägeblattspannung, wenn das nicht ordentlich gespannt wird, kann das Sägeblatt verlaufen. Und das würde dann so zu einem Konus werden. Also das hier ist einmal Schrott, hier haben wir einen Kreis, hier haben wir gar nichts. Das kann ich wegwerfen und also nicht nutzen. Des Weiteren kann ich mal zeigen, wie das klappen kann, und dann dürft ihr mal euer Bild davon machen. Einmal Staubsauger an. Wie ihr seht, gehe ich hier als Tangente zum Kreis hin und nicht in der Senkrechten, weil wenn ich in Senkrechte reingehen würde, würde ich beim ums Eck sägen wieder eine Kante reinkriegen. So als Tangente kann ich dann nachher schön dem Strich folgen. Ganz langsam raussägen. Ja. Okay. Also man sieht, da wo ich versucht habe zu korrigieren, hat es auch nicht geklappt. Also immer lieber ein bisschen weiter sägen, wenn man abseits kommt von der Linie, als dass man nachher korrigiert. Das Korrigierte kann ich ja, was jetzt mackenhaft aussieht, kann ich immer noch gut wegschleifen. Also, Kreissägen immer mit einer Tangente, nie mit einer senkrechten. Nie senkrecht, sondern Tangente. Okay, das war's. Ciao, ciao.